So, endlich sind sie da, die neuen Aufgaben. Wir fangen auch direkt an mit Durchsuche Truhen bei Ego Außenposten. Wir müssen insgesamt 7 Truhen öffnen, dürfte aber eigentlich kein Problem sein. Das Ganze machen wir natürlich dann in Gruppenkeile. Nur kurz zur Info, wenn ihr am Freitag, also morgen, um 18 Uhr beim Gewinnspiel teilnehmen wollt, müsst ihr bitte, also was heißt müsst, gerne den Kanal abonnieren, gerne auch den Creator-Code YouTube-FamilyHack eingeben, so wie er unten auch steht. Und das Wichtigste ist, schickt mir eine Freundschaftsanfrage an YT-FamilyHack, weil dann kann ich euch nämlich auch die Geschenke schicken, wenn ihr im Stream gewonnen habt. Ansonsten müssen wir das nämlich vertagen, was das Geschenk betrifft, weil man kann erst nach 2 Tagen einem Geschenk schicken. Deshalb immer direkt bitte eine Freundesanfrage schicken, falls du Lust hast, bei mir einen Skin zu gewinnen aus dem aktuellen Shop. So, dann gehen wir auch direkt jetzt rein in die Aufgabe, nämlich zu den Ego-Außenposten. So, ab in Gruppenkeile, nicht auffüllen und Abfahrt. Ich werde euch gleich auch mal genau einblenden, wo diese ganzen Außenposten sind. Nämlich genau da sind die. Einmal hier an der Küste, dann einmal bei Holy, dann ist einer ja ziemlich zwischen den Bergen und einer ist bei Dirty Docks. Also das sind auch die 5 Punkte, wo wir dann hin müssen. Es gibt halt nur diese 5. Dazu gibt es ja noch eine extra Aufgabe. Wir gucken jetzt, wie die Flugroute ist. Und dann suchen wir uns einen Ort davon nämlich aus und gucken, dass wir da unsere Truhen aufgemacht bekommen. So, was sagt unsere Flugroute? Also hier wäre am besten logischerweise diesen Posten zu nehmen oder halt eben den hier. Kann man sich jetzt aussuchen, aber ich denke mal, wir nehmen den zweiten. Weil ich denke mal, dass jetzt alle erstmal zu dem ersten hingehen. Deshalb nehme ich persönlich jetzt den da. So, die Runde müsste jetzt eigentlich gleich auch losgehen. Dann erstmal natürlich danke an euren ganzen Support. Ich kann halt immer wieder nur Danke sagen. Mehr kann ich da leider auch nicht machen. So, ich sehe gerade hier, meine Aufnahme stimmt was nicht. So, jetzt stimmt wieder alles. Wie gesagt, hier wäre es am besten, da zu landen oder eben hier. Aber ich denke mal, alle springen jetzt raus. Deshalb werden wir definitiv da landen. Aber muss er jetzt neben mir tanzen? In der Lobby ist echt immer am schlimmsten. Ja, wann geht die Lobby denn hier mal los? Aha, ein Busfahrer hat mal getrötet. Und wie gesagt, ich zeige euch halt immer wirklich, wie die Aufgabe funktioniert. Andere machen das schneller. Da ist die Sache in 2-Minuten-Video erledigt. Ich mache es halt so. Weil es bringt euch ja auch nichts, wenn ich euch sage, ja, so ungefähr fliegt da und dahin und gut ist. Dann kann ich auch ein Video machen über 2 Sekunden. Ich zeige euch halt immer wirklich, wie das Ganze funktioniert, damit ihr es in Anführungszeichen direkt nachmachen könnt. So, und wie gesagt, wenn ich dir schon öfters helfen konnte, gern mal ein Abo da lassen, kostet dich nichts, unterstützt mich. Und du kannst natürlich dann auch bei den Streams und so mitmachen, wo ich auch zwischendurch dann mal einen Skin verlose, einfach so für besondere Anlässe. So, gehen wir mal hier direkt rein. Natürlich sind wir nicht alleine. Wie ihr seht, einen Außenposten haben wir schon. Ja, man merkt, ich lande hier nie. Ich glaube, die Kisten sind hier unten. Ja, das war es ja an der Stelle mal komplett. Ah, hier hinten haben wir schon mal eine. Aber wir müssen ja eh an 5 Posten landen. Von daher, der eine ist schon da unten. Das heißt, da ist keine Kiste mehr. Also Kisten sind generell weniger in der Regel da, wie man sieht. So, der Kollege ist da drüben. Ja, wie ihr seht, der hat auch nur eine Kiste. Also war es das schon hier mit diesem Außenposten. Also 2 Kisten sind hier noch. Also ist halt eigentlich ein relativ schlechter Ort, aber 3, 4 Mal hingeflogen, da war es das eigentlich auch schon. Ich gucke mal gerade, ob hier oben noch was ist. Aber hier ist auch nichts mehr. Würde ich sagen, gehen wir aus der Runde eigentlich schon mal direkt wieder raus. Weil, wie gesagt, ihr könnt bei Gruppenkeile immer einfach rausjoinen. Das zählt trotzdem. Wir gehen halt einfach nochmal in eine zweite Runde rein, gucken, ob da eventuell mehr Kisten sind. Weil hier waren jetzt wirklich nur 2 Truhen. Heißt, ihr müsstet 5-mal an den Ort fliegen, aber wir haben ja noch die anderen Orte. Von daher dürfte das da dann ein bisschen besser laufen.
Ach, ich sehe schon, es gibt eine Aufgabe im Motorboot. Ich wusste schon, es gibt irgendwelche nervigen Aufgaben die Woche. Ich habe das schon im Gefühl gehabt. So. Und wie gesagt, nicht vergessen, eventuell, wenn du Lust hast, den Creator-Code eingeben. Wie gesagt, wenn ich mehr bekomme, bekommt ihr natürlich auch mehr. Zurzeit kann ich halt im Zwischendurch mal einen Skin raushauen, wenn natürlich da ein bisschen was an Einnahmen kommt, weil ich kann euch einfach sagen, wie es ist. Zurzeit Einnahmen 0 Euro bis auf die 2 Euro jetzt vom Phantom. Grüße gehen da erstmal raus. Und mehr kam da halt noch nicht. Soll nicht scheißen, ihr sollt jetzt mehr spenden, aber nur, dass euch im Klaren ist, ich habe halt noch keine Einnahmen, was das betrifft. So, diesmal ist die Flugroute so. Da haben wir hier den Außenposten und hier unten, ne, hier oben ist der Außenposten. Warte, ich zoome mal rein. Da ist der Außenposten. Da nehmen wir auch den Außenposten, der weiter weg ist. Obwohl, ne, da werden Safe die landen. Ah, die werden, oder? Ich probiere es einfach mal an dem Außenposten. Und ihr seht ja schon, die fliegen alle darüber, weil da ist auch ein Außenposten. Ah, wir probieren jetzt einfach mal den da unten. Aber ich denke mal, da ist auch der Gegner unterwegs. Aber vielleicht haben wir ja Glück und kriegen noch eine Kiste ab. Und ansonsten habt ihr jetzt gesehen, wie es funktioniert. Einfach dahin fliegen, Kiste öffnen. Ich blende gleich auch nochmal kurz ein, wo die ganzen Ego-Dinger sind. Oh Gott. Oh wei. Hier wäre es, glaube ich, besser gewesen, wir wären da hinten hingeflogen. Also hier werde ich definitiv keine Kiste mehr abstauben. Und wie gesagt, wenn euch die Aufgaben nicht so wichtig sind direkt, dann landet da erstmal nicht. Weil ihr seht ja, hier ist die Hölle los. So, dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt mal hier raus. Weil das bringt nämlich gar nichts mehr hier. Wartet einfach mal ein, zwei Stündchen, dann sind die Aufgaben auch schon mal erledigt von den meisten. Und dann geht das Ganze nämlich auch einfacher. So, ich blende euch die Map halt nochmal gerade ein. Also wie, ja, wieso schickt ihr mich jetzt ins Spiel rein? Hä? Was macht der denn jetzt hier? OBS, spinn doch jetzt hier nicht rum. Da ist das Bild. Ja, Technik, die begeistert. Hä? Also wie gesagt, ihr wisst ja jetzt wohin. Ich hoffe, ihr habt mehr Glück als ich. Bei mir ist gerade die Hölle los. Und dann würde ich sagen, war es das auch mit dem Video. Wie gesagt, gerne abonnieren, Like da lassen, schreibt doch gerne was in die Kommentare. Und in dem Sinne, haut rein und viel Spaß mit den anderen Aufgaben.